I think the his I think that the history of Jews living in North Africa is not as well documented, or maybe documented, but there's a lot of research going on and needs to be going on, as it is less well known, at least in Germany, for instance, as other aspects of the history. And the second part is that I think this is a well opportunity to see what RSF volunteers do and what they find out during the year. And I'm really happy that Martina and Konstantin will also present some insights they got during the work for Ben Zvi. So I think this is both concerning the content and the research that is done, very interesting, but also it is really nice to have this insight into what actually happens during the volunteer work during the year in Israel. So I'm really glad to say, and also I would like to say thank you again to all of you who organized this, and also to Chaim Sadun, Professor Chaim Sadun, that you'll be giving the lecture. Thank you very much. Thank you. Mute. We can't hear you. Thank you, Jan. Gives me great pleasure to introduce Professor Chaim Sadon, the director of the Documentation Center, North African Jews during the Second World War, for an introduction to the subject. Please, Chaim. Thank you, Ofer. Thank you all. I just want to begin with some thanks to the CLAIM conference in Israel, in Germany, in United States, which support our projects from 2007 till today. Yad Ben Zvi is also founding us, and Mr. Yaakov Yaniv, who is assisting in this meeting. I want to thank him personally for his great generosity in our project. I would like also to thank the ISF in Israel, the Israeli volunteer, Konstantin and Martina, for the wonderful work that they made during this year. They will present it in a moment. We are in good connections with Guy Band. Unfortunately, he's not here. I want to thank also to Jan, that just talked, the director of the Israeli program in Berlin, and to our good staff, Sandra and Nessia from the Documentation Center, and to Ofer Barzilai, the coordinator of the Documentation Center. I just want to say one more word, that it's very important for us, for both sides, this work with the volunteers. From one side, for our Documentation Center, it's very important because of the lack of accessibility to the German language, and the volunteers are helping us to find more material regarding the German sources that are very important for us, and Martina will talk about it in a minute. And second, I think that it's very important also for the volunteers, because they have a good opportunity to be exposed to other aspects of the Holocaust. It's not what they are usually thinking about Holocaust. It's something very different. Just Tuesday, we talked with Martina about what's the meaning of the hot in Israel, the weather in Israel, and the resemblance with the weather in the desert, during the desert world in Libya and Tunisia, just to have some impressions of what happened. So I prepared, please, a small presentation. Which I will try to share with you. I will begin with some explanations about the targets of the Documentation Center in the Yad Ben Zvi Institute, and then I will give a very, very short introduction to the work that will explain the work, or the background of the work of Martina and Konstantin. So, as I said, the CLAIM conference in the Yad Ben Zvi
Institute are sharing in the establishment of this project at the Yad Ben Zvi Institute. And our goals, our target were to prepare to create an accessible website in three languages, at least in Hebrew, in English, and French, to give or to put or to upload all the material concerning the World War II in North Africa. Our mandate is only North Africa and not other Muslim countries. Also, it's very important to see the differences between what happened in other Muslim countries, mainly in Egypt and mainly in Iraq, but this is not our focus in the projects. We have four Facebook pages in Hebrew, in English, in French, and one in Arabic. In Arabic, it's not working so good, but also, but I think that it's very important because we have a lot of comments of sharing with the with Muslims over all the Arab world. I think one of the most important is the collections of material or new material regarding the Second World War in North Africa. Unfortunately, most of the archives were closed until the beginning of the beginning of the year of 2000, 2000, 2010. And there is a new opening of material in those archives, mainly in French, a little in Germany, in United States. So we are trying to collect all these documents and to put them, to upload them to a database. That's what Constantine made during his staying here, during this the last year, to put him on the database that will be very with very good accessibility to all the all the people that are needed to see, to use it. We are giving only some hints about what we have in our database, not all the documents because of legal problem. So we are organizing conferences every year, at least once, sometimes two. For example, the next year in January, the Holocaust Remember Days, we will organize a special conference regarding the Jews in Spanish Morocco. This is almost about not more than 5,000 Jews, but to see the old picture of North Africa during this period, we have to talk about different groups, different Jews groups in North Africa, because there were big differences between Spanish Morocco and French Morocco. And I hope that in November 2022, we'll organize a very great international conference regarding the 80 years to the operations Torch and to the Battle of El Alamein, that it's very important for us. We are encouraging research of scholars in universities and et cetera. We have some publications that we published about mainly sources about the project, about the material of the projects. And we have some good, unfortunately only in Hebrew, educational materials. This is very important for the high school pupils. I think that our targets are two and very important. First, to be a professional authority on the subjects to the organizations and others that need to know more about the subjects, and to open what we call the public awareness to the subject, because in Israel, there is also, because of what we call the problem of Mizrahim and Sfaradim, in Israel, there is also need to know what to be the whole story of the Jewish people and not only the story of the European Jewish communities. So this is, we are adding to this problem. So in regard to the Second World War, I just would like to say that it's true that in Arab countries, from all those Arab countries, only the case of North Africa was the closest to what we call the Holocaust, because of the fact that North Africa was a battlefield, mainly in Libya, more than 2 years, and Tunisia for 6 months, but very hard 6 months, because of the Vichy anti-Jewish legislations in North Africa during Second World War, from
October 1940 to the end of March, approximately to March 1943, because of the labor and detention camps in North Africa, mainly Vichy camps, Italian camps, and some German camps in Tunisia. Because of the German occupations of Tunisia, Tunisia was the only country in all Muslim world that was occupied by the German. And this is creating a big difference between, or I can say it from the other side, this is the great resemblance between what happened in Europe and in one of the Muslim countries. And the last one is because of the deportations of the Jews to concentration camps in Europe. Those deportations were mainly of Jews from Libya and Tunisia, but you are aware that also North African Jews, Maghrebi Jews that lived in France during this, before the war, were deported with the French Jews to Drancy and from Drancy to Auschwitz and other places. So I will try to focus just about 2 points about the anti-Jewish legislations of Vichy in North Africa, and then some points about the camps in North Africa, something like 5-10 minutes, not more than this. I would like to begin with the, from the moment that Vichy, that the Vichy regime was established in France before, and then in North Africa, the first target of the French was to abolish the, what they called the Cremier Decree. That was the law that allowed, that obliged, perhaps it's more accurate, obliged the Jews of Algeria to be French citizens. And this was in 1870. So 70 years after, they just abolished the Cremier Decree. And from this time, Jews begin to be as the Muslim, as French native, as the Muslim were in Algeria. This was one of the main targets of the, what we call the Pied Noir in Algeria, and of the new Vichy regime, anti-Semite Vichy regime. The second was to create what they call the status of the Jews. That's mean a new definitions of Jews, first in Tunisia, then in Morocco. It's also known in Libya as the manifest, the racist manifest of Mussolini of November 1938. And this was something that had some resemblance, not exactly, to what we call the Nuremberg Law. And this was for the Jews that were French citizens in those countries. They have special laws now just for them. The third legislations was trying to have a census of the Jews to know exactly how many Jews there are in North Africa and their address, their property, because they thought also about some Aryanizations of the Jewish property. Unfortunately, they couldn't arrive to this, to have this law be, I forgot the word. Okay. Numerous clauses, mainly in schools and universities in Algeria, because Jews in Algeria were obliged to go to the French educational system. So now with the new Vichy law, they were obliged to be out. With the numerous clauses, they were excluded from those schools. And there is some one extraordinary, one very interesting law that was not never, we didn't talk a lot about it, was the trying to the expulsions of the Jews, of the Moroccan Jews from the French Quarter. They thought that they can return to their ghettos, to their building where they were. As I said, the second point that I would like to emphasize is to talk something, to say something about the Vichy camps in North Africa. Here you can have a map of those camps. Most of them are camps of Vichy in Algeria. I will talk about the population in the camps. There were some special camps here in the border, in the frontier between Algeria
and Morocco, those were labor camps, many labor camps, and there were also German camps and Italian camps in Tunisia, very interesting camps, but very different. So we are talking about labor camps, not extermination camps, only in labor camps for the French in Morocco, and labor camps for the German in Tunisia. The German needed a more labor force in Tunisia to their needs, to their military needs. And detention camps were mainly in Libya and Morocco, and there were some prisoner camps. I will show you some photo, but let me just emphasize one thing, and it's very important. Except of the example that we have from Libya, it's the camp of Jaddo. And the example that we have from Tunisia, it's about 24 different camps that were in Tunisia that were only for Jews. Tunisia and the camps in Libya, all the other camps were not for Jews, were not mainly for Jews. They were for refugees, perhaps also Jewish refugees, but not mainly for Jews, for communists and syndicalists, for Spanish Republicans, for North African nationalists, citizens from enemy countries, but also for homosexuals, Freemasons, and Jews. Unfortunately, our aim is to understand how really, in fact, in history, how many Jews were at those camps. Yeah? But unfortunately, we don't know yet. We know that there were Jews, but not the number, the exact number of the Jews. And their fate is very different from what happened in the camps in Tunisia and in Libya, and certainly very different from what happened in Europe. Just to give you some idea about the camps, this is the camps, two photos that we have from a camp, from a camp in what we call the camps of Sidi Ayash in Morocco. This is the Vichy camps, not German camps, not Italian camps. This is also another photo. As you can see here, it's for refugees. It's not really some people that are labor force in those camps. And we have also the what happened in Tunis, the Germans that are entering and conquering Tunis, the Germans with the French at the French headquarters in the town of Tunis in Tunisia. And this is Walter Rauf, who was a Nazi SS officer. He was very known for his work, like you said, for the extermination of the Jews in Helmano concentration camps. And he was sent to Tunisia to be the head of the Eisen's commando group in Tunisia during those 6 months. We have the privilege to have his reports from Tunisia and to know a little more about what he was thinking about the situation. This is very, very interesting photos of the recruitment of the Jews, of the Jewish forced laborers in Tunis. It's beginning December 9, 1942, and then in January 1943. Very interesting photos. We know exactly the place where they came, and they came with the tools to work at those camps. Here we can see also the questions of the Yellow Star. It was obliged only in certain places in Tunisia. It was not obliged during all the 6 months and not in all the camps. Here we can see the difference between small camps in a small town, unfortunately we don't know, and the camps in Bizet in the north and part of Tunisia, in which we can see here how Nazi German soldiers are being side by side with the Jewish workers. We have some photos from this camp. And the last thing that I want to finish with is the questions of the bombardment in Tunisia and Libya. As far as I can understand today, the situations, this was at least frightening as the Nazi occupation of Tunisia. The bombardment was the Allied bombardment of Tunisia. And we know that most of Jews that were killed during this period, or not assassinated, of course,
were the from the bombardment of the Allies. And from diaries that you have, they are talking all the times about how much they are free from the just hear the listen the noise of the bombard of the bombs that are coming to Tunisia. And in the graves, and this I'm finishing, in Tunisia, all those Jews that were killed in Tunisia during this period, we have the signs of an airplane and the bombardment. I think that this is enough to be some background to what Martin and Constantine are going to say. And I want to thank you again, Jan, for your cooperation. We'll be happy to share with you the events of the 60s of the organizations if it will be in Israel, and to help you with this if we can do it. And thank you, Ofer, thank you, Nessia, and all the others. Martin and Constantine, thank you very much again for your works. Ofer, the floor is yours. Thank you all. Thank you, Chaim. And now it gives me also great pleasure to introduce Constantine and Martina and the presentation of the hard and very important work during the last 11 months, and I will let them speak for themselves. So good luck. And remember, if you have any questions that come up while they're talking, feel free to stick them into the chat and we'll collect them and ask them at the end. Hallo, ich bin Konstantin Himmel, Freiwilliger am Yad Yitzhak Ben Zvi Institut, und das ist Martina. Hallo. Und wir halten heute eine Präsentation über die Dokumentation über das nordafrikanische Judentum während des Zweiten Weltkriegs in Nordafrika. Ja, ich werde meine Archivarbeit heute vorstellen, das Bundesarchiv, mein Auftrag im Institut und Hans-Jürgen von Arnim. Meine Arbeit im Institut ist hauptsächlich auf die Archivarbeit ausgelegt. Das heißt, ich arbeite im Büro und mit historischen Dokumenten. Ich arbeite hauptsächlich mit dem Bundesarchiv. Das Bundesarchiv ist ein riesiges historisches Archiv in Koblenz und das ist eine eigene Behörde von der Bundesrepublik Deutschland, die über 800 Mitarbeiter beschäftigt. Und aus dieser Behörde liegen uns einige Archive vor, also einige Dokumente. Eins davon ist das Bundesarchiv Nummer 615, was sich mit den Nachlässen von Hans-Jürgen von Arnim beschäftigt. Mit diesen Dokumenten habe ich die letzten Monate verbracht. Also diese Dokumente habe ich die letzten Monate bearbeitet. Mein Auftrag ist es, diese Dokumente zusammenzufassen auf Englisch und sie in eine Ordnung zu bringen, sodass Historiker später darauf zugreifen können. Hier sieht man einmal Lebensänderung Tunesien, Part 4.2, Page 6-9. Also es muss datiert werden, wie das Dokument heißt, was in dem Dokument passiert ist, wo das Dokument, also wo der Inhalt stattfindet und um was für ein Dokument es sich handelt. Das wird dann alles auf einem bestimmten Tool auf der Website des Instituts eingetragen und somit können später Historiker auf diese Zusammenfassung zurückgreifen, um nach bestimmten Begriffen, zum Beispiel Tunesien und Judentum, zu suchen. Und dann können sie gucken, wann welche Artikel da erstellt wurden und somit erleichtert das die Arbeit von Historikern. Genau. Ja, im Bundesarchiv habe ich mich mit den Nachlässen von Hans-Jürgen von Arnim beschäftigt. Hans-Jürgen von Arnim, wie man auf der rechten Seite sieht, ist ein Deutscher, ein Adeliger und der entspricht dem Adelsgeschlecht von Arnim. Das war ein großes Adelsgeschlecht, die haben mehrere Ländereien in der Uckermark besessen und Hans Arnim kommt aus einer sehr militaristischen Familie. Aufgewachsen ist er auch in der Uckermark, also im heutigen Polen. Und Hans Arnim hat seine Militärkarriere im Ersten Weltkrieg begonnen
und ist dann später im Zweiten Weltkrieg im Westfeldzug hat er teilgenommen, im Zweiten Weltkrieg. Später wurde er dann an der Ostfront eingesetzt und nach Nordafrika entsandt. Dort hat er quasi Rommel ersetzt und in dem Bundesarchiv schreibt er die ganze Zeit, also das ist das Bundesarchiv, beinhaltet seine Lebenserinnerungen, die er nach dem Krieg verfasst hat. Und dort schreibt er über den Krieg, wer den Krieg wahrgenommen hat. Interessant ist, dass er sich erstmal über seine Versetzung nach Nordafrika total gewundert hat und schreibt, dass er eigentlich gar nicht dafür qualifiziert sei und dass Rommel, den er ersetzt hat, eigentlich viel mehr qualifiziert sei als er selbst. Hans-Jürgen von Arnim wird von einem Oberbefehlshaber der Nazis wie folgt beschrieben: In Abwehrschlachten soll bewährter kommandierender General energisch und verantwortungsfreudig sein, setzte sich bedingungslos ein und zeigte auch in Kriegslagen unerschütterlich zuversichtliche Haltung, lebt und führt im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung. Also laut diesem Zitat von Walter Model, einem Generaloberst, ist davon auszugehen, dass Hans-Jürgen von Arnim ein relativ ideologischer Nazi war. Was allerdings interessant ist, ist, dass in den Lebenserinnerungen nach dem Krieg schreibt er, dass er diese ganze Kriegsideologie beneint und dass er den Plan des Krieges komplett für sinnlos gehalten hat. Nach dem Krieg wurde Hans-Jürgen von Arnim in britische Kriegsgefangenschaft entsandt und später nach Amerika gebracht. Auf dem linken Foto sieht man Hans-Jürgen von Arnim in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Ja, diese Erinnerungen von Hans-Jürgen von Arnim erhalten Kritik an Hitler und am Kriegsregime. Das ist ganz interessant, dass er das nach dem Krieg schreibt. Deswegen ist davon auszugehen, dass er wahrscheinlich Schuld von sich abweisen will und dass er Geschehenes versucht, ungeschehen zu machen. Und das war meine Arbeit im Yad Yitzhak Ben Zvi Institut und ich gebe ab an Martina. Hallo, noch einmal an alle unsere Gäste. Danke für euer Interesse. Meine Aufgabe war ein bisschen anders gestellt von Anfang an. Ich sollte nach neuen Quellen suchen und unter dem Thema, wie waren die Einstellungen der Soldaten des Afrikakorps? Also die Soldaten, die in Afrika gekämpft haben, die deutschen Soldaten, welche Einstellungen brachten die zu ihrer Aufgabe, zu dem Land, zu den Menschen mit und wie wirkte sich diese Einstellung auf ihr Verhalten aus? Und hat sich ihr Verhalten möglicherweise in der Zeit, in der sie da im Einsatz waren, geändert? Also eine sehr subjektive oder auf die subjektive Situation der Soldaten bezogene Fragestellung. Und da ist dann natürlich meine erste Frage gewesen, wie suche ich, wie gehe ich auf die Suche, unter welchen Aspekten und wo suche ich? Und ihr seht hier Zeitzeugen, Nachkommen von Zeitzeugen, Briefe, Tagebücher, Biografien, Kriegserinnerungen, auch Fotos. Das könnten vielleicht solche Dokumente sein, die uns da weiterhelfen würden. Und das Problem ist aber, dass es die nicht anders als so eine Kriegserinnerung, die der von Arnim also sozusagen verfasst hat, auch für die Nachwelt. Das ist natürlich gesammelt, aber auch von den einfachen Soldaten gerade ist es gar nicht so einfach, dass daran zu kommen. Und so habe ich mir überlegt, also ich gehöre ja auch zu der zweiten Generation, also Nachkommen von den eigentlichen Menschen, die das miterlebt haben. Also ich bin ja schon Ende 60, insofern falle ich so ein bisschen aus dem Rahmen, auch was die ASF-Volontäre angeht. Und da habe ich gedacht, ich kann ja mal, also meine eigenen Eltern kann ich jetzt nicht mehr fragen oder meinen Vater, von dem wusste ich auch, dass er dort nicht gewesen ist, aber ich habe dann bei meinen Paten, die mich also hier unterstützen, bei meiner freiwilligen Arbeit und bei meiner Familie, bei meinen Bekannten, da habe ich angefangen zu fragen und erstaunlicherweise drei Antworten, die schon so ein bisschen mir weitergeholfen haben, bekommen und eine Antwort von einer ziemlich engen Freundin von mir, deren Vater im Afrikakorps gedient hat.
Und durch sie sind wir dann hier auf die Feldzeitung des Afrika-Korps gestoßen. Das war eine Propagandazeitung, die in den Jahren 41 bis 43 für die Soldaten, also nicht nur für das Afrika-Korps, also eigentlich für sämtliche Truppenteile wurden solche Feldzeitungen gedruckt, zum Teil auch direkt im Feld mit so mobilen Druckereien, die dann da aktiv waren. Und das hieß dann sehr sprechend die Oase, diese Feldzeitung. Und dann stießen wir, also durch den Kontakt zu meiner Freundin, noch auf die neue Oase oder die Oase, die dann nach dem Krieg erschien. Also ihr seht hier 1951 bis sogar zum Jahre 2005 erschien diese Zeitschrift. Das war also eine Zeitschrift, die alle zwei Monate von den Veteranen des Afrika-Korps, die eine sehr enge Gemeinschaft bildeten. Und diese Zeitschrift war sozusagen so ein Austauschmedium. Und ihr seht, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität bei euch ist, einer der ersten Ausgaben von 1951 von dieser Oase, da seht ihr ein Foto auf der Titelseite und das ist Hans-Jürgen von Arnim, der rechte Generaloberst, der noch zu Kriegszeiten, also das war vor 45 noch in den letzten Kriegswochen, nein, es muss sogar also in 43, also bevor der Krieg in Tunesien zu Ende ging, hat er hier einen jungen Soldaten begrüßt. Und das wird also 1951 auf der Titelseite dieser Veteranenzeitschrift präsentiert. Ja, und dann haben wir noch, das will ich nur mal so einen kleinen Überblick geben, Bücher gefunden. Also meine Freundin hat im Regal von ihrem Vater noch Schicksal Nordafrika stehen. Das sind eben auch so ähnlich Kriegserinnerungen, die nach dem Krieg übrigens auch von dem von Arnim oder auch von anderen, die aktiv in diesem Krieg gedient haben, die dann da aufgeschrieben wurden und ja auch ein Teil dieser Erinnerungskultur dieser Veteranen gewesen ist. Und dann gibt es auch Fotos. Das sind jetzt hier zwei private Fotos aus Libyen, die ich von meiner Freundin für unsere Arbeit hier und auch für diese interne Veröffentlichung hier zur Verfügung gestellt bekommen habe. Die stammen also aus dem Fotoalbum ihres Vaters, unter anderem auch dieses, das heißt Waffenreinigung in Libyen 1941. Ja, also da sind die jungen Soldaten unter der Wüstensonne zu sehen. Chaim hat ja vorhin schon mal auf die Wüste und die Situation, also die klimatische Situation schon mal hingewiesen. Ja, und das ist also jetzt sehr viel Material, was wir nur zum Teil, wo wir nur einen kleinen Einblick rein haben, aber wir glauben, dass das interessant sein könnte. Wenngleich eine Propagandazeitschrift natürlich mit ziemlich vielen, mit Vorsicht sozusagen angefasst werden muss und auch diese Veteranenzeitschriften. Aber wir haben eigentlich entschieden, wir würden da gerne mal näher reingucken. Das ging aber wegen Corona nicht, weil die deutschen Bibliotheken und Archive geschlossen waren. Aber wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir das weiterverfolgen wollen. Und vielleicht kann ich das ja Ben Zvi auch von Deutschland aus da unterstützen. Das werden wir jetzt noch in den nächsten Wochen besprechen. Auf jeden Fall ist es sehr viel Material und es wird sicherlich eine Zeit lang dauern, bis man sich da durchgewühlt hat. Und dann möchte ich euch noch was vorstellen, eine Überraschung sozusagen für uns selber, eine Überraschung. Renates Briefe von 1939 und bis 1942. Und diese Briefe möchte ich gerne vorstellen, weil das auch zeigt, was passieren kann, wenn man im Archiv arbeitet. Also dass es da eben nicht nur trockener Staub ist, den man da einatmet und uralte Sachen, die man da sortiert, sondern dass es manchmal auch über Dinge gibt, an die man selber gar nicht gedacht hat und die einen plötzlich weiterführen. Und zwar war es so, dass die Association for Jewish Refugees ist ein Projektpartner von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in England.
Und die haben, Renate Beigel kommt jetzt ins Spiel, die bat die Association um Hilfe bei der englischen Übersetzung von 70 Briefen in deutscher Sprache, die bei ihr zu Hause viele, viele Jahre gelegen haben, die von ihren Eltern und Großeltern, ihr und ihrer Schwester Gertrud, eben in dieser Zeit 39 bis 42 nach England geschrieben wurden. Und ihr ahnt schon, Renate ist ein Kindertransportkind, also die Eltern haben sie und ihre Schwester nach England geschickt, in der Hoffnung, dass die Kinder diese schreckliche Zeit überleben, dort sicher sind und haben eben, die Eltern und Großeltern haben eben Kontakt durch diese Briefe gehalten. Und Renate war aber noch so jung, dass sie zwar Deutsch natürlich sprechen konnte mit 4 Jahren, aber nie Deutsch geschrieben hat und deswegen heute auch diese deutschen Briefe, die sie eben als Vermächtnis ihrer Eltern und Großeltern bei sich hat, die kann sie gar nicht lesen. Und außerdem sind sie in das meiste ist in Sütterlin geschrieben. Und da bat dann ASF in England, die eben geholfen haben, diese Übersetzung, also diese Transkription und dann diese Übersetzung zu machen, die bat dann uns hier in Israel um Hilfe bei dieser Arbeit. Und da ich ganz gut Sütterlin lesen kann, weil meine Großmutter mir immer Briefe in dieser Schrift geschrieben hat, und ja, habe ich gesagt, gut, da helfe ich. Und dann waren wir plötzlich ein Team, also diese Association und ASF und Yad Ben Zvi. So kamen wir also sozusagen zusammen. Weil ich nämlich in Person sozusagen einerseits diese Briefe übersetzte und andererseits hier forschte nach Nordafrika und dann feststellte, in einem der Briefe wird berichtet, dass Walter Beigel, der Vater von Renate, in einem algerischen Lager sitzt, schon viele Jahre und oder auch in mehreren Lagern, wir wissen es noch gar nicht ganz genau. Und gerade nochmal zurück. Da hat sozusagen unsere Kooperation jetzt hier, die drei Institutionen, Organisationen arbeiten jetzt hier zusammen. Und wir wissen noch gar nicht genau, wo die Arbeit eigentlich hingeht, weil die Briefe erst gerade transkribiert und zu Renate gekommen sind und Renate uns erlaubt hat, heute hier darüber zu sprechen und auch ein paar kleine Ausschnitte euch zu zeigen, damit es so ein bisschen deutlicher wird, worum es geht. Und auf jeden Fall ist schon klar, dass diese Briefe insofern einzigartig sind, weil sie zum ersten Mal, also jedenfalls Yad Ben Zvi sagt das, aus der Sicht von einem Gefangenen aus diesem Lager uns etwas mitteilen, also wie es denen dort geht oder Walter Beigel dort geht. Also wir werden jetzt, indem wir dann hoffentlich diese Briefe noch näher auswerten, werden wir dann hoffentlich noch mehr erfahren. Und das ist das eine, also dass man direkt Selbstaussagen von Gefangenen dort finden kann. Und diese 70 oder fast 70 Briefe sind auch insofern ein einzigartiges Dokument, weil sie am Beispiel einer Familie, dieser Familie Beigel aus Wien, das Ausmaß der Verfolgung und Vernichtung jüdischer Menschen während des Holocaust deutlich machen. Also angefangen von der Flucht der Familie Beigel, also zwei kleine Kinder und Vater und Mutter nach Zagreb, dann die Kinder zum Kindertransport nach England, dann fliehen die Eltern selber nach Italien und Frankreich und versuchen, auf dem Weg nach England zu ihren Kindern zu kommen. In der Zwischenzeit hat der Krieg dann, ist es dann 39 September und hat der Krieg begonnen. Dann ist der Vater offenbar interniert in verschiedenen Lagern in Nordafrika. Dann die Großeltern, die auch in Wien gelebt haben, sind nach Polen deportiert und von Stefanie, also der Mutter von Renate, wissen wir, dass sie in Auschwitz ermordet wurde am Ende. Der Vater überlebt hat in welchem Lager, das wissen wir jetzt noch nicht.
Und dass er dann nach England gehen konnte und sozusagen ein neues Leben dann auch mit seinen Kindern oder in der Nähe seiner Kinder, die dann schon halbwegs Erwachsene waren oder junge Heranwachsende, dann ein neues Leben anfangen konnte. Also das umfassen diese Briefe, alles diese ganzen Aspekte. Und ja, wir sind total dankbar, also Yad Ben Zvi und ich persönlich auch, dass Renate Beidel uns diese Briefe, also ein Vertrauen hat, dass sie uns auch diese Briefe hier gibt. Und ja, und die Association und ISF in England für ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit, das ist wirklich toll. Und wir sind schon sehr gespannt, was sich jetzt aus der Erforschung dieser ganzen Dinge ergeben wird. Und wenn ich zum Schluss, ich glaube, ich habe auch schon zu viel Zeit jetzt verbraucht, noch zwei Beispiele euch vorlesen darf. Ein Brief, den Stefanie Beigel, also die Mutter der beiden Kinder, aus Nizza am 19.08.1939 schreibt, also 3 Wochen vor Kriegsbeginn, schreibt sie, also es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem 8 Seiten langen Brief, den sie geschrieben hat, also diese gesamte Flucht sehr ausführlich schildert. Und da nur mal ein ganz kleiner Ausschnitt. Man stellte von Italien, ach so, meine goldenen Kinder, das ist natürlich die Anrede, also meine goldigen oder meine goldenen oder meine Liebsten. Also es ist auch echt herzzerreißend, ja, das zu lesen, diese Beziehung, wie die Eltern versuchen, die aufrechtzuerhalten zu den weit entfernt lebenden Kindern. Man stellte von Italien die Juden nach Deutschland zurück, da Italien von Juden überschwemmt war. Wir, also Walter und sie, hatten weder Geld für Quartier noch zum Essen. Wir hungerten buchstäblich. Der Leiter, der die Überfahrt nach Frankreich arrangierte, hatte mit uns Mitleid und verlangte von den Leuten, die Geld hatten, etwas mehr und nahm dafür Papa und mich gratis mit. Es hätte ansonsten 800 Lire pro Person gekostet. Nun wurden wir eines Abends um 12 Uhr nachts in einem Auto zu einer versteckten Stelle am Meer gebracht, wo uns ein Motorboot erwartete. Circa 40 Menschen hatten darin Platz. Wir fuhren in finsterer Nacht circa 3,5 Stunden übers Meer und an einer Halbinsel setzte man uns um 4 Uhr früh ab. Wir liefen alle in einen Wald und legten uns ins Gebüsch, um zu warten, bis es dämmert. Denn wenn uns die Franzosen erwischt hätten, wären wir nach Italien zurückgeschickt worden und dann wäre keine Aussicht vorhanden gewesen, zu euch zu kommen, da Italien doch Feindesland ist und falls es zum Krieg kommt, die Grenzen schließt. Nun sind wir wieder näher zu euch, es liegt nur noch eine Grenze dazwischen. Also das ist aus dem Brief im August 1939 von Stefanie. Und jetzt zum Schluss noch von Walter. Er schreibt an seine Kinder in England aus dem Lager Susani, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, in Algerien am 16.03.1942. Leider bin ich immer noch... Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück. Liebe Trude und Renate, ich habe schon lange keine Nachricht von euch beiden. Ich hoffe, ihr seid beide gesund, was ich auch von mir sagen kann. Leider bin ich immer noch in einem Lager und es sind nun schon 3 Jahre, dass ich interniert bin, davon 2 Jahre hier in Afrika. Mama und ich haben schon alles versucht, damit ich befreit werde und nach Frankreich retour kann, aber vergebens. Nun hat Mama eure Demande, also Petition an den Marschall Pétain, also den Staatschef des Vichy-Regimes, gesendet, worin sie bittet um meine Transferierung in ein Lager nach Frankreich. Aber bisher hat Mama noch keine Antwort erhalten. Und sie schreibt mir sehr oft und ich auch an sie, sie ist gesund und in unseren Briefen erwähnen wir immer dich und Renate, und wir haben so große Sehnsucht nach euch beiden. Ich habe, es ist nicht so ganz richtig organisiert, ich habe noch eine Sache, die ich euch noch unbedingt erzählen muss, die nämlich beim Lesen dieses Briefes, der geht also noch eine Seite weiter,
taucht plötzlich etwas auf, eine weitere Überraschung, sowas kommt eben vor, dass Walter von einem Menschen, einem Kollegen, sagt er, erzählt, auch einem Gefangenen in diesem Lager in Algerien. Und da schreibt er seinen Töchtern Folgendes. Diesen Brief hier lege ich zu einem Brief eines Kollegen. Seine Schwester ist in Manchester und ihr Name ist Zaslavski. Und sie hat auch den letzten Brief von mir zugesendet. Also ihm ist da wichtig, dass die Briefe auch wirklich ankommen, was nicht immer sicher ist. Und diese Schwester von seinem Kollegen aus dem Lager, die hat das irgendwie wohl raus, wie es am besten geht. Und da empfiehlt er jetzt der älteren Tochter Gertrud, mach das doch über diese Dame Zaslavski in Manchester. Bitte sie, sie soll deinen Brief zu ihrem legen, den sie dann an ihren Bruder, und dann taucht wieder ein Name auf, Schatzberger, an meine Adresse sendet. So, und das ist jetzt für die Forscher und Forscherinnen interessant, weil jetzt also von dieser Dame oder Mrs. Zaslavski in Manchester die Rede ist, die einen Bruder namens Schatzberger hatte, der auch in dieser Zeit in diesem Lager sitzt. Und da könnten wir, ich weiß nicht, ob wir es machen können, das ist immer auch eine Zeitfrage, in England, in Manchester versuchen, eine Familie Zaslavski zu finden. Vielleicht gibt es Nachkommen, vielleicht gibt es Briefe von diesem Bruder Schatzberger. Ja, wir danken euch sehr für euer Interesse an diesem Thema. Also wir sind hier, arbeiten hier sehr gerne und es ist sehr interessant. Und wir möchten euch bitten, uns zu unterstützen, wenn ihr könnt. Also ihr könntet zum Beispiel, das muss ich ein bisschen vormachen, mitsuchen, indem ihr fragt in euren Familien, ob es jemanden gegeben hat, der in Nordafrika gedient hat, Soldat gewesen ist und ob es vielleicht in irgendeinem Koffer auf irgendeinem Dachboden oder im Keller irgendwelche Dokumente gibt. Also sucht mit und ja, vielen Dank auch für Yad Ben Zvi, dass Sie uns hier so gutes Material oder interessantes Material haben finden lassen. Also mir und ich glaube, ich kann für Konstantin aussprechen, hat die Arbeit hier sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf die letzten 2 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Thank you very much, Konstantin and Martina, for your interesting presentation. We will now open up the... Martina and Konstantin, they open. Martina and Konstantin? Yes, of course. thank you so much. We now open the floor for any questions or ideas that you may have about future, about ideas for research, ideas for places in Germany, or anywhere else we can find new materials, questions. We're open for the pub for a discussion. You can just unmute yourself. I will unmute everyone. Hello, okay. I could say okay, something. You can unmute yourself and ask questions. Sorry. Can I speak? Yes. In English or in German? In English. We prefer that this part will be in English. Okay. Hello, I'm a friend of Martina. Hello, Martina. Hello to the others. I have an idea, Martina and me started to speak about it. And yesterday I visited, in fact, the German diary archive in southern Germany. And they have a lot of material. I don't know, Martina, if you have started to research. I was very impressed from this place. And I could make an inquiry there about your subject. And of course, thank you very much for your very interesting presentations. I'm very glad to
see you and hear you today. Okay, that's from me. Thank you, Cornelia. We'll exchange details. You can reply to the email of the link and get to us, and we can talk about it. And thank you very much for your for inquiry and for information. Any more questions or ideas? Okay. Thank you very much, everyone, for attending. It was a pleasure, and we hope you enjoyed and found it interesting. I think there are two more questions so far. You can unmute yourself. Everyone, you can unmute yourself. Jan, it's okay. Yeah, we have Jan and Farina. Yes, you can. Everyone can you can unmute yourself. Now I can. Yeah. I raised the hands because I wanted to say that there were two more questions. I think Verena Maya. And then I would also have another question. So you can. Okay, so yeah, you can ask your question. My turn, or? Yes, Verena. Yeah, okay. Verena, hi. Yeah, first of all, thank you for this very interesting presentation and all your effort. I really like the approach that you ask in the families and the people you know, because I think there's a lot more like photographs and letters and so on, and these are very valuable sources. The magazine that you showed, I posted a link in the chat. Some of them are also digitalized and you can find them online, and also like if you check eBay, like there's a lot of stuff on eBay as well, especially from the Africa Corps, and also this magazine. And for your research about the family names that you mentioned from the UK, for example, there's Arolsen Archives, and they also have a digital archive now, and you can do like research for individuals and names. And Yad Vashem also has a remote access. And I was also a volunteer for Yad Vashem some years ago. And Ofa and I, we started once looking through the Arolsen Archives documents that are at Yad Vashem. And there's also quite a lot on the camps and lists of individuals that were in the camps. I have a version of camps from Morocco here on my computer. So that might be helpful for tracing the biographies and yeah. That's it from Thank me. You. Yeah, Verena, that is very interesting. Perhaps you can send your contact dates, and we can ask you after this Zoom meeting some more questions, and we can stay in contact. Is it possible? It's okay. We know Verena has been a volunteer. Oh, yeah. Okay, fine. So I think it would be fine. Perhaps Jan have questions? Jan? Jan? Yeah, somehow if I switch off the microphone, I cannot mute myself again. So thank you very much. I want to say thank you very much. And I think what is very interesting is that even though sometimes we think that there are so many documents already accessible, I think it's really, really exciting to see how you found new documents and what happens if you start looking for it and then see where the research leads you, and to see this cross connections and also the cooperation between
various institutes and also RSF in Great Britain and then RSF in Israel. And then all of a sudden you have a new field of research, and then you can go on and find something else. And I think this is really interesting, and I'm really happy to see that you as a volunteers can contribute to that, also due to your time and your energy and due to your language skills, and that there's a nice cooperation that really is fruitful. And also what I really like about the letters is that mainly due to the German language, you would rather get access to the perspective of the perpetrators of the SS people and the Wehrmachtsoffiziere and so on, so of the German military. But as you mentioned, the letters gave you an insight into the perspective of the people who were the victims of the Nazi crimes. And I think this is a nice balance, because sometimes if you're looking at the German documents, you only get the insights from the perpetrators. And then that's really interesting about the letter project, that even though it didn't start with the connection to Yaditzrak and Zwi, turned out to be somehow connected to your work that you're doing right now. And I really like the twist of that research. Yeah. Thank you. Thank you, Jan. I wanted to answer to Connie. Thank you for going there. It was open, this archive. That's great. I was in email contact with them. I would like to, when I'm coming back, that's very soon in September, I would like to go there or to talk before with you, to you. And so I can decide if it's worth going there or not. That's really very interesting. Thank you. We also have a question to Konstantin from Johanna Bertinat. Konstantin, yes. What were the most interesting fact you found about von Arnim being in his head? Oh, that's a very, very good question. First of all, the aspect that I didn't expect was that von Arnim criticized Hitler after the war. And another very interesting aspect was that he wrote about how he traveled the country and how he viewed the Arabs there and the population. And he was describing every detail of the nature and the landscape, and this was very, very inspirational and very interesting. Thank you so much. Okay, so if we have no other questions, let me just go over the participants again. No more questions. So thank you everyone for coming. Thank you, Chaim and Martina and Konstantin, for your very interesting presentation. And I wish you all a very nice weekend. And hopefully in November, we will be able to meet in Jerusalem, commemorating 60 years for the work of the ASF. So bye-bye, everyone. And we hope to see you in our future conferences. And please join our Facebook page, North African Jews During the Holocaust. Bye bye. Thank you, everybody, for joining us. Thank you, Ofer. Thank you, Martina and Konstantin. Bye bye. Bye bye. Thanks, everyone. Bye bye. Thank you. Thanks, everybody.